meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, da machen zwei also ziemlich den Mund weit auf mit dem, was sie da von Jesus verlangen. Diese beiden Zebedaiden, wie die Heilige Schrift manchmal sagt, oder wie Jesus sie liebevoll, auch leicht kritisch nennt, Donnersöhne, Jakobus und Johannes. Offen, direkt, zuweilen etwas unüberlegt. Und so bringen sie die anderen 10 mit ihrem Wunsch, den sie an Jesus herantragen, gleich in Harnisch. Das ist ja immer wieder typisch. Typisch diese Vordrängelerei oder Anbiederei, schrecklich. Haben wir das Evangelium auch so gehört? Kann sein. Die beiden mit dem großen Mund und ihrem großen Wunsch, aber möglicherweise ist noch größer als der Mund und der Wunsch ihr Herz. Denn so etwas von Jesus zu verlangen, mit einem solchen Wunsch an ihn heranzutreten, setzt voraus, dass man ihn gern hat. Setzt voraus, dass man an seine Herrlichkeit glaubt, wenn man dort in dieser Herrlichkeit rechts und links daneben sitzen will. Setzt voraus, dass man ihm nahe sein will. Immer. Auf Tuchfühlung mit ihm. Man kann gar nicht nah genug herankommen. Und kann es sein, dass der Ärger der 10 anderen genau damit zusammenhängt, dass sie merken, die haben etwas, was uns fehlt. Die anderen 10 sind gar nicht auf die Idee gekommen, Jesus nach so etwas zu fragen. Möglicherweise, weil sie den Wunsch in sich noch gar nicht verspürt haben. Egal, wo wir uns in diesem Evangelium platzieren oder welche Nuance wir ihm abgewinnen, haben wir bemerkt, wie, man kann es fast nicht anders sagen, wie schön Jesus mit diesen beiden Gruppen in seiner Jüngerschaft umgeht. Zuerst mit den beiden, die da so angepoltert kommen mit ihrem Wunsch. Jesus hat vorher, unmittelbar vorher, über sein Leiden gesprochen. Und natürlich könnte er jetzt sagen, wo die zwei so herankommen und aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen und gleich ihren Wunsch ihm vor die Füße werfen und sich ihm an die Brust werfen. Könnte sagen, ja, komm jetzt, halt mal den Ball flach und schleicht euch. Könnte er sagen. Er könnte auch zu den 10 anderen ziemlich unwirsch werden und sagen, jetzt regt euch nicht auf, ihr seid meine Jünger, ihr seid Apostel, benehmt euch gefälligst anständig. So geht das nicht hier bei uns. Sagt er aber nicht. Beide, die beiden, die den Wunsch äußern, ziemlich unreflektiert, wie die anderen mit ihrem Ärger. Er ruft sie alle zu sich. Er nimmt sie näher an sich heran. Ich finde, es ist ein großer Trost. Das Erste, was mir in diesem Evangelium stark entgegenkommt, dieser Trost, dass unabhängig davon, wie blöd man sich anstellt, um das einmal so zu sagen, Jesus ruft uns in seine Nähe. Aber diese Nähe ist einfach nicht eine Kuschelgruppe, sondern wir sollen in dieser Nähe etwas vernehmen. Wir sollen in dieser Nähe etwas lernen. Die beiden haben zu lernen, dass es durchaus um die Plätze rechts und links gehen kann, aber das ist jetzt nicht die Stunde, die zu vergeben und nicht der Ort und das ist nicht Jesu Aufgabe, die zu vergeben, sondern sie müssen ein Stück Realismus lernen. Das Nachfolge Jesu etwas mit einer blutigen Nachfolge zu tun hat. Es kostet die eigene Existenz. Die Taufe, von der Jesus spricht, ist nicht die Wassertaufe, es ist die Taufe des Blutes. Das heißt, Nachfolge kostet das eigene Leben. Man muss sich Nachfolge etwas kosten lassen. Könnt ihr das? Und es wäre ein Wunder gewesen, hätten die beiden nicht gesagt, natürlich, wir können das, klar. Ihr werdet, sagt Jesus ihnen schon voraus, ihr werdet. Aber es ist gut, auf dem Boden zu bleiben, die Realität der Nachfolge nüchtern anzuschauen. Und auch die anderen 10 haben etwas zu lernen. Es kommt dieses berühmte Wort, die, die sich als Herrscher aufführen, sagt Jesus eigentlich, nicht die es sind. Setzt eigentlich voraus, dass Jesus
durchaus bewusst ist, dass es nur einen Herrscher dieser Welt gibt. Nur einen. Das ist Gott. Wie schnell vergessen wir das? Und gerade in der Kurve dieses Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder, wäre es so leicht, sozusagen der Freude des kleinen Mannes nachzugeben. Vielleicht erleben Sie das selber, wenn Sie die Zeitung aufschlagen oder wenn Sie Nachrichten hören. FIFA, Blatter, jetzt der Herr Niersbach oder gar Franz Beckenbauer. In der Politik, wie viele Beispiele von Korruption, VW. Kirche, wollen wir nicht hinten anstehen, da können wir gut mithalten. Wir könnten dem jetzt so richtig nachgeben und sagen, es ist doch immer das Gleiche. Wo diese Typen Macht in die Finger bekommen, ist schon der Teufel mit am Werk, da geht es schon voll daneben. Könnten wir tun. Aber ob wir dann vom Evangelium etwas verstanden haben, steht auf einem anderen Blatt. Denn auch wenn wir nicht Manager bei VW sind oder Funktionär bei FIFA, wo auch immer, wir alle stehen in der Versuchung, da, wo wir etwas zu sagen haben, wo wir etwas beeinflussen können, wo wir Entscheidungen treffen, mögen sie noch so klein sein, sagen wir es mit den Worten Jesu, wo wir uns als so kleine Herrscherinnen und Herrscher aufspielen können, wir alle sind in der Versuchung, das zu tun. Ich fand einige sehr hilfreiche Sätze bei einem polnischen Priester und Journalisten. Seine Gemeinschaft hat ihn in den 90er Jahren zum Ordensgeneral gewählt. Und er macht eine merkwürdige Erfahrung. Von heute auf morgen fällt ihm diese Macht in den Schoß und sein Alltag, so schreibt er, wird umgestürzt. Nicht nur, dass man sich in seiner Umgebung plötzlich so verhält, als ob ihn die Kraft seiner Arme verlassen hätte. Er schreibt, man trug mir meine Koffer, obwohl ich meine Riesenkräfte behielt. Und er von heute auf morgen auf eine geheimnisvolle Art sehr viel weiser geworden wäre, weil er plötzlich Entscheidungen treffen muss, von deren Tragweite er gar nichts ahnen konnte. Er reflektiert das, wie er mit dieser Macht umgeht. Und er schreibt, und ich denke, das ist nicht nur für einen Ordensgeneral oder es ist an allen, ob das beruflich ist, familiär, wo auch immer wir leben und wie wir leben, sind das sehr bemerkenswerte Sätze, die ich finde, die sich sehr in der Spur und in der Nähe Jesu bewegen. Dieser Pater Boniecki schreibt, es ist sehr schwierig, den Weg zwischen übertriebener Strenge und übertriebener Milde zu gehen. Wenn du eine Entscheidung in diesem Sinne nicht einschätzen kannst, dann frag dich, geht es dir um das Wohl eines Menschen, um den Frieden der Gemeinschaft oder um die eigene Befriedigung? Wir können das sehr persönlich nehmen. Wir können es von mir aus auch auf die nationale Ebene heben. Wenn Sie im Moment die Diskussion anschauen, die sich in unserem Land abspielt, was den Flüchtlingsstrom angeht. Wir sprechen nicht mehr über einzelne Schicksale, die wir aber, die Jesus durch das Evangelium in die Nähe holt. Und bevor man politische Parolen spricht, sollte man vielleicht einen Menschen in den Blick nehmen und sich sein Schicksal anhören. Bevor man so Sätze sagt, ja, wir können doch nicht. Damit ist man sehr schnell. Damit lassen sich dicke Überschriften drucken. Damit lässt sich auch Politik machen. Aber wir sehen, was das anrichtet. Gestern Morgen in Köln oder bei anderen Demonstrationen. Was geschieht in unserem Land? Eine ganz plötzliche, aufbrechende Radikalisierung. Angeblich im Namen eines christlichen Abendlandes. Aber das hat mit christlichem Abendland und mit dem Evangelium rein gar nichts zu tun. Jesus stellt klare Kriterien auf. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Das steht im Evangelium. Und das ist das, wonach der Richter uns am Ende unserer Tage fragen wird. Nicht, ob wir die nationalen Grenzen geschützt haben und nicht, ob Frau Merkel die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Das spielt beim jüngsten Gericht keine Rolle. Das wird Frau Merkel gefragt. Dafür muss sie dann Antwort geben, aber ihre Antwort. Wir müssen unsere finden. Ist nicht auch das ein Missbrauch von Macht, wo wir merken, wir haben als Staatsbürger etwas zu sagen, wir haben noch Rechte?
Ja, aber wir haben auch Pflichten. Und die Pflichten bemessen sich zuallererst am Evangelium. Die mögen auch irgendwo gesetzlich geschrieben sein, das haben wir zu respektieren, das ist gar keine Frage. Aber unsere Pflichten, liebe Schwestern und Brüder, wurzeln hier. Und deshalb auch da der Satz: Geht es dir um das Wohl eines Menschen, um den Frieden der Gemeinschaft oder um die eigene Befriedigung? Überwiegt der Wille zur Gerechtigkeit oder zur Barmherzigkeit? Geht es um ihn oder um dich? Und er schreibt: Es ist besser, zu milde als zu streng zu sein, doch am besten übertreibt man weder in die eine noch in die andere Richtung. Das sind, wenn man das so liest, denkt man, ja, klar, klar, es ist fast banal. Und es trotzdem hineinzubuchstabieren in die eigene Wirklichkeit, in die eigenen Entscheidungen, in das eigene Denken und Handeln, das ist die Herausforderung, vor die uns Jesus heute stellt. Nicht in das laute Horn derer zu blasen, das ohnehin unüberhörbar ist, dass die anderen immer schlimm sind, sondern wir sollen uns hinterfragen, ob man an unserem Verhalten, an unserem Denken ablesen kann, dass wir mit Jesus auf Tuchfühlung sind, dass unser Herz für ihn schlägt und dass sich unser Herz von ihm bilden und erziehen lässt. Eine wahrlich große Aufgabe.